Heute werdet ihr alles ganz genau aus meinem zweiten Semester Jurastudium erfahren. Ich werde euch zum einen meinen Stundenplan zeigen, also die Module, die vorgesehen waren dieses Semester für mich, und dann aber auch meinen Lernplan zeigen, also genau die Dinge, die ich dann auch wirklich gemacht habe in der Zeit. Herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Ich kann es gar nicht glauben, aber es ist jetzt knapp ein Jahr Jurastudium schon vorbei. Ich studiere seit knapp einem Jahr, also schon zwei Semester, und habe jetzt schon einige Erfahrungen damit gesammelt. Ich habe euch ja nach meinem ersten Semester bereits meinen Stundenplan damals vorgestellt, also genau gezeigt, welche Vorlesungen und AGs und so weiter zu welcher Zeit vorgesehen war, und dachte mir, weil das so gut ankam und wahrscheinlich einige jetzt auch mit dem Jurastudium beginnen und vielleicht ja Interesse daran haben, wie das Ganze so aufgebaut ist, heute ein zweites Video darüber zu machen. Zunächst einmal, ich bin an der Humboldt-Universität zu Berlin und die HU hat, was ich bisher erfahren habe, einen sehr strikten Plan. Das heißt, wir haben einige Module schon im ersten, zweiten Semester, die andere erst vielleicht im dritten, vierten Semester haben, weil an der HU das Ganze so ausgelegt ist, dass man nach dem vierten Semester ready ist fürs Staatsexamen theoretisch und auch vier Semester wirklich den ganzen Stoff schon einmal hatte. Das heißt, ich habe auch schon dieses Semester meine Zwischenprüfungen geschrieben und ich sage das nur, dass falls ihr jetzt auch anfangt und merkt, hey, bei euch ist das nicht so, stresst euch bitte nicht, das macht jede Uni anders. Ich habe mich einfach an den Tunnelverlaufsplan gehalten von der Uni und kann mir aber vorstellen, dass es bei anderen Unis vielleicht ein bisschen anders ist. Im letzten Semester hatte ich ja im Zivilrecht BGB AT und Schuldrecht AT und dieses Semester hatte ich dann Schuldrecht BT. Das bestand aus den vertraglichen und gesetzlichen Schuldverhältnissen. Und zwar war das so, dass eine Professorin die gesetzlichen Schuldverhältnisse gemacht hat und ein anderer Professor hat die vertraglichen gemacht. Das heißt, wir hatten zwei Vorlesungen im Zivilrecht, da hatte ich auch noch Grundrechte im öffentlichen Recht und im Strafrecht hatte ich Strafrecht AT 2 und ein bisschen von Strafrecht BT, also alle Delikte gegen die Person. Zudem habe ich dieses Semester auch noch meinen Sprachenschein gemacht und meine berufsbezogene Qualifikation. Wie in anderen Studiengängen auch, gibt es bei Jura einige Dinge, die man auch zusätzlich zu den, ja, einfach normalen Fächern machen muss. Zum Beispiel haben wir Grundlagenfächer, die habe ich letztes Semester schon abgelegt, da hatte ich römisches Recht und Rechtssoziologie. Und dieses Semester habe ich eben einen Englischkurs gemacht. Das war englisches Vertrags- und Handelsrecht. Und zusätzlich habe ich noch einen Moot Court angefangen. Der läuft gerade immer noch, aber den habe ich auch schon im letzten Semester angefangen. Und das ist auch ein Teil der berufsbezogenen Zusatzqualifikationen. Zu jeder Vorlesung gibt es auch immer noch eine AG. Es ist quasi so eine Art Seminar, in dem man den ganzen Stoff, den man gelernt hat, jetzt nicht nur abstrakt lernt, sondern wirklich mal konkret in einem Fall anwendet. Und mein Stundenplan war also wie folgt aufgebaut. Montags hatte ich immer von 8 bis 10 meine Grundrechte AG, dann direkt danach von 10 bis 12 die Schuldrecht AG und dann von 12 bis 14 Uhr hatte ich eine Grundrechte Vorlesung, also basically von 8 bis 14 Uhr war ich die ganze Zeit in irgendwelchen Veranstaltungen. Dann Dienstag ist von 10 bis 12 auch wieder Grundrechte gewesen, und zwar die Vorlesung, von 14 bis 16 Uhr war die Strafrechtsvorlesung und 16 bis 18 Uhr hatte ich meinen Englischkurs. Wurde dann später ein bisschen aufgeteilt mit den vertraglichen und gesetzlichen Schuldverhältnissen, deswegen hatte ich Mittwoch von 10 bis 12 Schuldrecht und danach von 12 bis 14 Uhr Strafrecht und Donnerstag von 8 bis 12 4 Stunden Schuldrechtvorlesung, dann nochmal eine Strafrecht AG und dann wieder mein Englischkurs, und Freitag hatte ich dann keine AGs mehr, weil ich die alle schon davor gemacht habe, und das ist wie gesagt so der Plan, der vorgesehen war. Zusätzlich dazu kommt aber noch die ganze Fort-Nachbereitung, und ich habe immer so von anderen Leuten gehört, dass sie immer so gesagt haben, für die Nachbereitung braucht man doppelt so lang wie für die Vorlesung, wisst ihr? Also wenn eine Vorlesung 2 Stunden geht, braucht man für die Nachbereitung der Vorlesung so 4 Stunden. Ich muss sagen, ich bin nicht so der Vorlesungsmensch, deswegen arbeite ich nicht hauptsächlich mit Vorlesungen. Also ich war super selten bei Vorlesungen, habe auch wenn dann den Stoff schon vorher gelernt oder nachher nochmal richtig aufbereitet. Deswegen kann ich dazu nicht wirklich viel sagen. Und ich kann euch jetzt mal erzählen, wie mein Lernplan dann wirklich so aufgebaut war und zu welchen Veranstaltungen ich gegangen bin und welche ich eher zu Hause eher für mich, ja, selbst erarbeitet habe. Also bei den beiden AGs, Grundrecht und Schuldrecht, war ich tatsächlich jeden Montag und war dann von 8 bis 12 in diesen beiden Veranstaltungen. War dann meist mit einer Freundin zusammen Mittagessen in der Mensa kurz und war dann so von 12:30 bis knapp 16 Uhr immer noch in der Bibliothek und habe da einfach gelernt, die AGs nachbereitet und eine Probeklausur geschrieben. Das war aber so ein bisschen mein Montag dann. Der war eigentlich dann ziemlich voll, weil ich dann wirklich von 8 bis 16 Uhr die ganze Zeit konzentriert war. Ich habe dann mal relativ viel geschafft. Am Dienstag habe ich dann den ganzen Tag Grundrechte gemacht, also habe
mir das selbst erarbeitet, habe nochmal die AG und die Vorlesung nachbereitet. Hatte am Nachmittag dann 16 bis 18 Uhr meinen Englischkurs und habe den danach auch noch nachbereitet. Mittwoch ging es ja dann um 10 los mit der Schuldrechtvorlesung. Ich habe wirklich meist erst um 10 angefangen mit dem Lernen, weil ich Dienstag relativ lange noch wach war für den Englischkurs. Danach der Schuldrechtvorlesung, die nachbereitet, habe die ganzen neuen AG-Fälle gelöst, habe dann mit einer Freundin eine Probeklausur geschrieben und das war dann eigentlich so mein ganzer Tag, weil es relativ lang immer gedauert hat. Donnerstag war dann so ein bisschen mein Strafrecht-Tag, da habe ich halt Strafrecht mir erarbeitet, war auch bei der AG, hatte dann auch einen Englischkurs, habe dann danach mit einer Freundin zusammen telefoniert, das war so unser Donnerstags-Telefonat und da sind wir dann immer die Sachen von der Woche durchgegangen und haben überlegt, was wir noch nicht verstanden haben, haben uns gegenseitig Fragen gestellt, bisschen Dinge aus, über Dinge gequatscht, das war eigentlich mal ganz cool, so einen kleinen Review-Call nochmal zu haben. Und freitags hatte ich ja meistens keine Veranstaltungen, falls ich unter der Woche nicht bei einer AG war, weil ich es nicht geschafft habe, habe ich da eben eine AG nachgeholt, weil freitags auch nochmal AGs angeboten wurden und habe dann ja alles nachbereitet, was noch offen war, alle anderen liegen gebliebenen Aufgaben erledigt, bin Karteikarten durchgegangen. Das war dann auch schon mein Freitag, also nochmal alles relativ lang gedauert und Samstag habe ich dann auch mir eingeplant, dass ich meine Karteikarten durchgehe von der Woche und Sonntag habe ich ja für meinen Englischkurs nochmal gelernt. Und ich hatte, hier steht drauf, nochmal angucken, Themen vertiefen. Ich habe mir immer so eine Liste gemacht, wenn ich Dinge nicht ganz verstanden habe. Und habe dann einfach die Stichworte, Begriffe aufgeschrieben. Und habe sie dann immer am Sonntag nochmal ein bisschen recherchiert und geguckt, ob ich das dann ja im Nachhinein doch noch verstehe. Also wie man sehen kann, war ich bei nicht so vielen Veranstaltungen tatsächlich, sondern habe ganz viel selbst mir erarbeitet, war in der Bibliothek ganz viel. Und das ist einfach so meine Art zu lernen. Also ich habe wirklich viel Jura probiert, auch im ersten Semester, aber ich habe gemerkt, dass das für mich der perfekte Weg ist, also mir selbst Zeiten festzulegen. Zum Beispiel Mittwoch von 12 bis 14 Uhr lerne ich Grundrechte oder so. Und dann sitze ich auch in der Bibliothek und lerne das auch wirklich dann die 2 Stunden. Und was ich dann gegen Ende des Semesters gemacht habe, ist nochmal einige Themen zu vertiefen. Und zwar gemeinsam mit der Akademie Graz. Zum einen hat die Akademie Graz verschiedene Crashkurse angeboten. Hatte man immer so 3 Stunden ungefähr ein Zoom-Meeting mit einem sehr tollen Dozenten, der dann so ein bisschen erklärt hat, was eigentlich das Wichtigste ist aus diesem Rechtsgebiet. Und das war mal ganz cool, das habe ich auch öfter dann gemacht. Und vor allem hatte ich aber auch Einzelunterricht. Bei denen habe ich mir gebucht, ich glaube so 5 Stunden pro Rechtsgebiet. Einfach weil ich mich mit den Noten, die ich jetzt bekomme in meinen Zwischenprüfungen, für eine bestimmte Sache bewerben möchte. Deswegen waren mir die Noten auf jeden Fall so wichtig, dass ich da bestehe und nicht durchfalle. Und deswegen habe ich da ein bisschen Einzelunterricht genommen bei der Akademie Graz. Das ist so ein bisschen wie der AG, nur dass man einfach alleine in der AG ist. Also ich habe vorher immer einen Fall bekommen von dem Dozenten, habe den dann gelöst und dann haben wir das in der Stunde besprochen. Ging dann immer so 60 bis 90 Minuten. Und das ist wirklich total toll, weil ich echt da auch zeigen musste, was ich verstehe und was nicht, weil ich es ausformulieren musste spontan im Gutachtenstil, weil die mich dann gefragt haben, ja okay, aber warum ist es jetzt so? Und total individuell auf mich zugeschnitten wurde mir dann erzählt, was meine Schwächen und meine Stärken sind bei Jura und ja, wie ich mich einfach verbessern kann. Und es war auch ein fundamentaler Teil meines 2. Semesters dann gegen Ende des Semesters. Und jetzt kommt die große Frage, wie viel Freizeit hatte ich dann noch nebenbei? Ich muss sagen, es ging voll. Also ich war nicht den ganzen Tag beschäftigt mit Jura. Ich war schon viel beschäftigt mit Jura auf jeden Fall. Aber ich hatte auch noch ausreichend Zeit, was mit Freunden zu machen. Jetzt in der Klausurenphase, die letzten 3 Wochen, war es wirklich stressig. Da hatte ich nicht so viel Zeit. Aber während des Semesters ging es total. Ja, also bisher eigentlich okay. Ich bin voll gespannt aufs 3. Semester. Denn da wird jetzt sehr, sehr, sehr viel auf mich zukommen. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, wo ihr aktuell steht. Ob ihr schon studiert, ob ihr noch in der Schule seid. Ob ihr vielleicht überlegt, auch Jura zu studieren oder wenn nicht. Würde mich mega interessieren, wie ist so euer Stundenplan in eurem Studiengang? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass wir uns hier bald mal wiedersehen. Vielleicht im 3. Semester beim 3. Stundenplan-Video. Bis dann!